Herzlich willkommen zu meinem zweiten Day in the Life. Wir haben gerade 8.30 Uhr. Ich bin hier gerade auf dem Campus. Ich mache jetzt hier einen kleinen Run. Heute habe ich die GoPro dabei. Und ja, bleib bis zum Ende dran, weil ich nochmal ein paar GoPro-Aufnahmen vom Training zeigen werde. Erste kleine Einheit für heute fertig. 20 Minuten hier am Campus gejoggt. Ich gehe mich jetzt auch duschen. Dann mache ich mich ready für meine erste Klasse. So, wir haben gleich unsere erste Class. Unsere normalerweise erste Class, die um 9 Uhr anfängt. Die ist ausgefallen, deswegen habe ich dann nochmal eine kleine Einheit gemacht, 20 Minuten gejoggt. Jetzt habe ich dann English Comp 1 und danach noch Math Algebra und das war es dann auch mit meinen Classes. Zurück im Dorm. Klasse sind für heute vorbei. Um 15.30 Uhr haben wir Teamtraining. Da habe ich auch eine GoPro dabei. Hier sieht man die. Hier bin ich auch schon ein bisschen am Schneiden. Da kommen dann geile Aufnahmen, also bleibt dann auch dran. Ist die Scheiße gerade? Tristan Thomas, center back. D. Ohio State. Yes, Dan. Was macht er denn? Behind you. Yeah, then, here. Yes, Nathan, love it. Durch. You got time. And then Andres. Yeah. Go. Oh, okay, that's me. Oi, Marika.
one then, that's all you. So, Trainingseinheit vorbei. Wir haben 17.30 Uhr, wir sind hier wieder back in the cave. Essen jetzt was, gehen dann wieder zurück zu den Dorms, da wahrscheinlich ein bisschen chillen, Assignments machen und dann gehe ich nochmal später zum Athletic Building, mache da nochmal etwas Individuelles und ja. So, ich laufe gerade zurück zum Dorm. Ich wollte nochmal Dankeschön sagen für das letzte Video, für euren Support. Falls ihr Videovorschläge habt oder ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt, dann schreibt einfach in die Kommentare. Ich gucke mir die alle an. Probiere sie auch alle zu beantworten. Ich laufe jetzt zurück zum Dorm, mache nochmal ein bisschen Recovery mit meiner Massagegun. Dann mache ich nochmal ein Assignment, das ich machen muss in Englisch. Und dann gehe ich auch später zur AB. Dann mache ich dann eine Solo-Session, also eine individuelle Session mit dem Ball. Guck ich nochmal, was ich mache, aber ich glaube, ich will an meinem schwachen Fuß arbeiten. Und ja. So, ich bin gerade auf dem Weg zur AB. Wir haben 21 Uhr. Ich habe diesmal meinen Ball nicht vergessen. Jetzt mache ich halt eine individuelle Session. Mache einfach ein paar Basics. 30 bis 45 Minuten ungefähr. Das probiere ich halt jeden Tag zu machen, damit ich einfach so meinen Touch verschärfe und alles Mögliche. Natürlich schaffe ich es manchmal einfach nicht jeden Tag, dann wird es halt jeder zweite Tag. Jetzt zum Beispiel letzte Woche habe ich jetzt nicht so viel individuell gemacht, weil ich mich halt auf andere Sachen dann mal konzentrieren musste. Aber ja, ich probiere es einfach jeden Tag zu machen. So sieht unser Athletic Building aus. Hier zwei Basketballkörbe. Ein so ein Fußball-Tornetz, sagen wir mal. Da schießen wir halt immer drauf oder machen halt ein paar Sessions hier mit den Jungs. Hier sind halt noch Sachen für Baseballer und Softball. Hier werfen die halt die ganze Zeit hier rum, ne? Hier mache ich halt meistens meine Dehnübungen und alles. Und ja. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
Schuss für heute. Schön links oben in den Winkel. So, Individualsession fertig. Ich räume mich jetzt noch ein bisschen und dann sehen wir uns wieder in den Dom. So, wir haben 23.30 Uhr. Ich gehe jetzt auch gleich schlafen. Bin schon müde. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, Dankeschön. Dankeschön erstmal. Folgt, liken und kommentieren nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns einfach nächstes Mal. Ciao.